Sie sind hier, 2. Juli 2018, 10.29 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Angelique Kerber spielt wieder ganz oben mit Urheberrecht Getty Images. Kurz vor dem Wimbledon-Start gibt es positive Nachrichten für Angelique Kerber. Sie verbessert sich in der Weltrangliste und spielt wieder ganz oben mit. Die Kielerin Angelique Kerber gehört nach ihrem Halbfinaleinzug bei der Wimbledon-Generalprobe im englischen Seebad Eastbourne wieder zu den Top 10 der Tennis-Weltrangliste. Die ehemalige Nummer 1 verbesserte sich im Ranking um einen Platz und wird an Position 10 geführt. Drei Plätze dahinter folgt Fed Cup-Kollegin Julia Görges-Bad Oldesloe. Weiter die Nummer 1 ist French Open-Siegerin Simona Halep, Rumänien, vor Eastbourne-Gewinnerin Caroline Wozniacki, Dänemark. Bei den Männern machte Misha Zverev dank seines Premierensieges in Eastbourne einen gewaltigen Sprung nach vorn. Der Hamburger kletterte um 26 Plätze nach oben und kehrte als Nummer 41 in die Top 50 zurück. Der 30-Jährige ist damit die deutsche Nummer 4 hinter seinem Bruder Alexander, der weiter als Nummer 3 geführt wird, sowie dem Augsburger Philipp Kohlschreiber, 27. und Peter Gojovcik aus München, 39. Branchenführer ist weiter French Open Champion Rafael Nadal, Spanien, vor Wimbledon-Titelverteidiger Roger Federer. Sollte der Schweizer zum 9. Mal auf dem heiligen Rasen triumphieren, müsste Nadal wie 2017 ins Achtelfinale einziehen, um Platz 1 zu behaupten. Punkt. Würde Federer jedoch spätestens im Finale scheitern, könnte Nadal bereits in Runde 1 ausscheiden, ohne seinen Thron räumen zu müssen.